dieser Film rauskam. Ich kann mich erinnern, ich war damals im Gymnasium und das war damals ein ziemlich großes Ding, wenn man so will. Ja. Und wir waren natürlich alle verliebt. Tatsächlich bin ich mit Bodyguard als dem Film, ich bin 1990er Jahrgang, also der gab es schon vor meiner Zeit. Und ich bin mit dem Film zum ersten Mal in Berührung gekommen nach dem Casting hier im Theater. Und ich wollte ihn mir eigentlich während der ersten oder zweiten Runde mal ansehen, aber ich dachte, ich lasse mal das vorübergehen, warte es mal ab. Und in späterer Folge habe ich mir dann zu Weihnachten, war ich mich zurückgelehnt und habe mir Bodyguard angesehen und war echt positiv überrascht. Und da habe ich auch echt eine gute Erinnerung einfach dran, weil ich habe irgendwie einen schnulzigen 80er-Jahre-Film erwartet und war dann dahingehend überrascht, dass es war packend spannend und es waren super Nummern. Da freue ich mich jetzt auch, das alles im Entstehungsprozess und live miterleben zu können. Naja, es ist einerseits natürlich die Musik, die sehr viel trägt im Film und natürlich auch in der Bühnenfassung. Und es ist auch die Geschichte dahinter einfach, diese Liebesgeschichte, die sich aus einer sehr ungewöhnlichen Konstellation einfach ergibt. Und ich glaube, dass das irgendwie diese auf der einen Seite halt dieses Glamour und diese Showbusiness, diese Welt, auf der anderen Seite diese zerbrechliche Person, die dahinter steht und dann dieser Gedanke des Beschützens und das Paar, es vereint halt sehr viel miteinander, was sehr viele Menschen wahrscheinlich anspricht. Ich glaube natürlich einerseits diese verbotene Liebe zwischen Klienten und Auftraggebern einerseits und dann doch diese beängstigende Spannung von einem Bösen, das man nicht plastisch greifen kann, das man nicht richtig personifizieren kann, das aber da ist und von der wirklich tatsächlich etwas Lebensbedrohliches ausgeht. Ich glaube, diese Kombination, zusammen natürlich mit den Nummern von Whitney Houston, ich glaube, das war erfolgsbringend. Das packt ja auch jetzt immer noch.